Schon in den frühen Morgenstunden erreichten uns heute diese Bilder von unseren Wettercams. Wir sehen hier Wolfsberg im Hintergrund mit einer Wolkenschicht am Himmel. Aber die Sonne kommt im Laufe des Tages immer wieder durch. Und außerdem hier Gols, ein ebenso idyllisches Bild. Ja, heute steht uns ein weiterer wunderschöner Apriltag bevor. Aber es wird voraussichtlich der letzte sein, denn morgen kommt dann der Regen über Österreich. Wir schauen zunächst auf die Großwetterlage in Europa. Wechselhaftes und kühles Wetter herrscht weiterhin über dem westlichen und nördlichen Europa. Damit verbunden sind Regenschauer, zum Beispiel in Berlin bei 17 Grad. 13 Grad kommen in London die Höchsttemperaturen. Und wir schauen auch gleich weiter auf Österreich. Ja, heute, wie gesagt, noch ein wunderschöner Apriltag. Über dem Durchschnitt, was die Temperaturen angeht, 28 Grad sind zum Beispiel in Lienz möglich. In Innsbruck kommen wir heute auf 26 Grad. Und Bregenz misst Höchsttemperaturen von maximal 23 Grad. Also ein Mix aus Sonne und Wolken heute und in Österreich. Wie geht's weiter in den nächsten 24 Stunden? Da sehen wir eben einen wunderschönen sonnigen Tag mit Höchsttemperaturen von 26 Grad. Und auch in der Nacht sollte es noch vorausgehend trocken bleiben. Im Osten ein ähnliches Bild, hier noch ungetrübterer Sonnenschein bis in die Nachmittagsstunden. Dann kommen ein paar Wolken dazu. Und wir schauen uns die 7-Tages-Prognose für den Westen an. Morgen kommt der Kälteeinbruch, zwischen 9 und 11 Grad plötzlich nur noch. Und es kommen auch Regenschauer dazu. Und im Osten sieht das ganz ähnlich aus. Hier sinken die Temperaturen von 27 auf 16 Grad herunter. Es kommt auch zu Regen. Und auch die nächsten Tage bleiben dann ein wenig kühler. Am Samstag geht es dann wieder bergauf mit den Temperaturen.